Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Pokémon Masters. Und wir machen im Abenteuer mal weiter. Ich glaube, wir machen hier heute einmal ein Training. Oh, hier gibt es so viele Leute, gegen die wir kämpfen könnten. Vielleicht probieren wir irgendeinen starken nochmal aus, ob wir die packen. Um irgendwelche coolen Items zu bekommen. Ich gucke mir nochmal kurz an, welche, und dann machen wir eine Story weiter. Ich weiß nämlich nicht, welchen wir machen könnten. Wer einfach wäre mit meinem Team. Ich guck mal, ob der Elektro. Der hat Bodengiftschwäche. Nee, dann schaffen wir den nicht. Gute Frage, nächste Frage, ne? Ich will aber nicht schon wieder gegen die kämpfen hier. Ja, dann machen wir halt in der Story weiter. Die Events. Pflanzen-Event kann ich nicht machen. Ich habe keine guten Pflanzenangreifer. Gipfelsturm habe ich abgeschlossen und da habe ich auch immer gewonnen. Ja, dann Hauptgeschichte. Kapitel 8, immer noch. Eine festgefahrene Situation. So, Norbert. Wenn ich euch so sehe, beschleicht mich der Verdacht, dass ihr es auf den Orden abgesehen habt. Bist du etwa... Ich bin Norbert, der Arena von Magonia City und hier als WPM-Leiter tätig. Falls ihr auf einen Kampf aus seid, stehe ich zur Verfügung. Für Nopi fackelt er aber nicht lange. Lasst ihn uns sofort um einen Kampf bitten. Überlasst das ruhig mir. Hier kann mein Quirtle seine Stärke perfekt ausspielen. Schon dich, lieber Flavia. Hey, Opi, hier übernehme ich. Mir geht es prima. Mir doch egal, wie kalt es ist. Kämpfe gehen immer. Also tritt einen Schritt zurück und überlass das mit mir, der Arenaleiterin von Bad Lavastadt. Was soll das denn jetzt? Du musst das hier echt nicht mit so viel Nachdruck herausposaunen. Was geht hier vor? Nun, wenn der Kampf nicht stattfindet, dann entschuldige ich mich. Halt, warte, wir können jetzt sofort kämpfen. Flavia, Barry. Reißt euch etwas mehr zusammen. Das ist unserem Gegner gegenüber ziemlich respektlos. Aber. Habt ihr euer Gespräch beendet? Dann werde ich euch die Härte des Winters lehren. Greift mich mit eurer ganzen Stärke an. Geschafft. Okay, erstmal Bonus, aber es reicht noch nicht. Ich habe noch keine 300 Juwelen für die nächsten Gefährtensuche. Aber ich hoffe, wir kriegen die zusammengespielt heute. Ja, genau. Dass wir dann gegen die ganzen hier noch kämpfen können, dass wir hier noch ein bisschen Erfahrung kriegen. Wir brauchen noch ein bisschen. Okay. Es ist nicht so krass irgendwie. Und soweit ich weiß, kann man U-Rob auch entwickeln. So. Wir fangen erstmal mal an. Oh, das hat Elektroschwäche. Ja, wow, das war sehr. Sehr stark, komischerweise, okay. Ich weiß nicht, warum das nicht funktionieren möchte. Ich weiß nicht, warum Eisstrahl, ja, es ist stark. Ist zurückgeschreckt oder eingefroren, irgendwas. Komm. Ja, es wird zäh, der Kampf. Weil wir nicht im Vorteil sind gerade. Könnt ihr aufhören, das Wolverock anzugreifen? Gefroren. Ich müsste eigentlich Hyperheiler machen, aber Barry greift ja noch irgendwie an. Der ist nicht stark, glaube ich. Oh. Leute, hier, mach mal Hyperheiler drauf. Dann kann der wieder... Ja. Come on. Ich will Camille nicht die Gefährdenattacke von Lucario machen. Ja, jetzt war es zu spät. Ich hätte mit dem angreifen können. So, Barry. Mach die Gefährdenattacke auf Europe. Ich wollte nämlich eigentlich gerade Schneebedeckt kurz einmal dem Untergang geben. So.
Weg, oh Gott, das war aber viel Blubber. Ich denke mal, wir überleben eine Gefährtenattacke von Europ. Das sollte jetzt nicht so krass sein. Das wirkt mir auch nicht so krass. Das Europ Eisgefährtenstrahl. Überlebt einfach Team, sonst müssen wir nochmal probieren. Oh Gott, okay, wir müssen trainieren. Definitiv. Weil so schaffen wir es nicht. Blubber. Nee, wir sind besiegt. Wir sind besiegt. Okay. Wir müssen doch trainieren. Das war dann doch die falsche Entscheidung, so vorzugehen. Nur gegen wen trainieren wir? Und wie trainieren wir? Besiegt. Das ist natürlich blöd. Schauen wir mal. Moment, direkt am Anfang Schneebedeck weghauen soll. Egal, wir trainieren jetzt einmal gegen Assassina oder wie immer die heißt. Los geht's. Ich überlege gerade wieder Pikachu ins Team zu packen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen soll. Gute Frage, nächste Frage, ne? Mal mit Elektro wären wir da gut aufgestellt, aber ich will nicht wieder Pikachu ins Team packen, der ist nicht so stark. So, guck mal jetzt hier. Einfach mal einmal Skilabra, wow. Einfach einmal weg, 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 weg mit dir, so. Die Vergiftung macht mir aber nichts aus. So, dann machen wir den auch platt. Ah, schade, okay. Schade, schade. Schon wieder? Ist das eigentlich dein Ernst? Schneebedeck, aber der ist jetzt weg. Weg, 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 weg. Besiegt. Das war ja zu einfach. Wunderbar. Dann probieren wir die nochmal in schwer, eventuell. Und dann kann mein Team gut aufgestellt in den nächsten Kampf gehen. Wäre halt wunderbar, wenn das so läuft, damit wir nicht direkt besiegt werden. Ja, Lucario kriegt danach nämlich auch noch ein Level up. Wir kriegen zwar keine Juwelen oder so, aber wir sollten es machen. So. Einfach nur just for fun. Weil ich es kann. Weil ich es kann, machen wir das natürlich. So. Skilabra ist jetzt kein Problem mehr eigentlich für mich. Ja, und dann überlegen wir halt, vielleicht sollten wir mal wieder im nächsten Kapitel irgendwie gucken, dass wir ein Pflanzen-Pokémon mitnehmen können, damit wir das Pflanzen-Event auch komplett machen können. Ja, man sieht es ja schon hier, das ist eine Nummer stärker, das Skilabra. Lubber das. So. Ja, ich weiß nicht, warum Skilabra sich so anstrengen muss. Und warum es so schnell der gleiche eine Gefährtenattacke durchkriegt. Ich dachte, wir hätten es eigentlich gepackt, okay. Ja, wir haben den schon geboostet, aber wir sind schneller. Oder? Wer geht der seine Gefährtenattacke durchgesetzt? Nee, Skilabra, aber wir sollten das eigentlich überleben. Weil wir haben es einmal geschafft, warum sollten wir es jetzt nicht nochmal schaffen? Muss ich nicht verstehen, oder? Bitte überlebe einfach, dass du deine Gefährtenattacke machen kannst. Oh, ganz knapp. Ja, wow. Es ist. Naja, das war ein Fehler, das war doof. Muss man nicht verstehen, warum ich jetzt hier schon wieder verliere. Skilabra ist besiegt, aber leider das Problem ist, dass die anderen dann nicht besiegt sind. Weil die sind schneller, sehr wahrscheinlich. Pinsir wird angreifen. Eisstrahl, wir sind verloren. Ah, come on. Das ist doof. Dann versuchen wir es nochmal einfach. War wohl beim letzten Mal nur einfach Glück gewesen, dass wir gewonnen haben. Na gut, dann probieren wir es nochmal im Einfach.
So, dann nochmal einfach, weil wir brauchen noch ein Level für Lucario. Wäre gut. Und dann probieren wir nochmal Norbert. Und dann schauen wir mal, ob die Folge dann schon wieder vorbei ist, ob wir es schaffen oder nicht. Wir müssen mal gucken. Wie gesagt, ich würde ja gerne eventuell Pikachu mitnehmen, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. So. Skelabra ist besiegt. Einmal den Wert boosten, dann kann der das machen und dann kümmert sich um den Rest. Ja, aber die greifen halt alle Wolverock an. Das ist halt nervig. Ist eingefroren, wow. Ja, war noch so ein Pech heute, ne? Aber wir schaffen es trotzdem, weil der ja einfach ist. Weil er einfach ist, ist er einfach. So. Schneebedeck. Das verabschiedet sich jetzt schon mal genau. Und dann das auch. Meine Gefährten gebrauche ich gar nicht. Verabschiedet. Ciao, ciao. So. Okay, jetzt probieren wir nochmal. Norbert. Mit seinem Jurob. Wunderbar. So, Level 36, Level 47. So, okay. Dann probieren wir es nochmal gegen Norbert. Ja, immer vielleicht trainieren. Das ist der Schlüssel zum Sieg. Deswegen muss ich halt immer trainieren zwischendurch. Deswegen. Aber ich wusste gar nicht, gegen wen ich kämpfen sollte, weil ich irgendwie keinen Bock auf Training hatte gerade. Weil ich halt in der Story halt weiterkommen möchte. Denn ich will ja auch demnächst Schwert und Schild Let's Play, das heißt, ich möchte hier mit der Geschichte durch sein. Aber es ist noch einiges zu machen. Ich wusste nicht, dass sich das Spiel so hart ziehen kann. Das war mir nicht so bewusst. Genau, wir kümmern uns erstmal um das gute Schnäppke. Es nervt auch noch mit Hagel. Komm. Boosten. Wir greifen nicht an. Wir boosten erstmal da die Werte. Eisstrahl. Und dann machen wir die Steinkante. So. Blubber. Weil der hat ja noch ein paar Runden. Also es wird schon nochmal boosten. So. Ja, der muss einiges einstecken. So, jetzt Vakuumwelle, jetzt die Steinkante. Ja, macht leider nicht so viel Damage. Ja, die greifen halt an. Ich weiß aber nicht, ich will mit wem ich eine Gefährtenattacke machen. Komm schon. Vakuumwelle, Gefährtenattacke. Und dann sollte das doch eigentlich erledigt sein, hoffentlich. Hoffe ich doch. Die Vakuumwelle geht nochmal drauf mit einem Volltreffer. Wunderbar. Okay. Ja, dann war das doch taktisch clever genug gemacht von mir diesmal. Aber ich ärgere mich irgendwie gerade, dass ich wieder gegen Astralia verloren habe. Weil eigentlich habe ich die einmal besiegt. Das heißt, ich müsste sie auch beim nächsten Mal besiegen. Okay, Europe ist definitiv erledigt. So. Aquawelle, ja, komm. Volltreffer. Ja, sehen wir, ob es jetzt nicht das krasseste. Wir haben es geschafft. Ja, wir kriegen es wieder hin. Wir haben es geschafft. Wunderbar. Cool. Seemobs wurde besiegt. Hey, wir haben es geschafft. Und jetzt kriegt ihr vielleicht sogar noch Level Up. Wir schauen mal. Oder? Naja, ganz knapp nicht. Aber wir kriegen nochmal Juwelen. Aber wir müssen noch einmal einen Kampf müssen wir noch gewinnen, damit wir genug Juwelen bekommen. Dann können wir noch eine Gefährtensuche machen. Und das wäre doch ein guter Abschluss für die Folge. Okay. Etwas fehlt. Was fehlt denn? Pfüll, was sollte das denn bitte? Das war aber ein leichter Sieg. Also her mit dem Orden, Opi. Nein, Barbie, so einfach ist das nicht. Norbert hat den Kampf eben nicht wirklich ernst genommen. Wie bitte? Nun, es lässt sich nicht bestreiten, dass eure Zusammenarbeit etwas Besonderes an sich hat. Aber denkt ihr nicht, dass ihr noch mehr an euch aus herausholen könntet? Was zum? Was soll das bitte heißen?
Komm, beruhigt euch erstmal. Beim Kampf gegen Norbert haben eben ihr gute Arbeit geleistet, aber gab es denn da etwas, das vielleicht gefehlt hat? Etwas? Etwas, das gefehlt? Denkt gut drüber nach, damit ihr eine Antwort gefunden habt, bevor wir das nächste Mal auf Norbert treffen. Geschafft. Okay. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich mache aber noch hier Kämpfe auf dem Gletscher 2 und dann suche ich noch den Gefährten und dann ist die Folge zu Ende. Ich hoffe, das geht jetzt schnell, die Kämpfe hier. Okay, also los. Let's Party. Hey, du Trainer. Es heißt motiviertes Mädchen. Bitte kämpf gegen mich. Motiviertes Mädchen. Ey, was sind das für Namen hier? Warum kannst du nicht einfach Kindergartenkind heißen, wie die anderen spielen auch? So, habt ihr denn alle Gesteinsschwäche oder habt ihr andere Schwächen? So, schauen wir mal. Botogel wird einfach einmal umgehauen. So, dann ist es nämlich weg. Der Mops ist nicht so stark. Ja, wow. Fokus an den. Dann Blubber. Eisstrahl, ja, come on. Nein, ich wollte den nicht boosten. Ist dein Gesteinswurf, hat der nicht funktioniert, dein Steinwurf? Irgendwas hat da nicht funktioniert gerade, glaube ich. Danke, darfst du mal? Willst du mal? Ah, der nimmt einfach nicht so viel Schaden, der Schnäppke, warum auch immer. Ja, jetzt hat er Schaden genommen ohne Ende. Ciao, Seemops besiegt. Seemops wurde dann besiegt. So, dann schauen wir mal. Steigerungshieb. Und dann verabschiedet sich das gute Pokémon. Jo, besiegt. Aber wie wir wissen, kommen wir immer meistens zwei Kämpfe ineinander, das heißt, wir sind hier noch nicht fertig, aber wir steigern schon mal unsere Level, das ist schon mal wichtig. Und du hast ja mit voller Kraft gekämpft, wie gemein. Das kriegst du irgendwann zurück. Natürlich, irgendwann kommt alles wieder. Karma halt, ne? So. Oh je. Aber wie um alles der Welt, dabei schlagen unsere beiden Herzen noch im Takt. Mensch, Brillenschlange, du bist uns echt ein Klotz am Bein. Ein Team besteht aus drei Trainern, kapiert? Und ihr beide zieht hier eure private Ding ab und behandelt mich wie Luft? Perfektes Timing. Ich werde euch mal schnell eben verklickern, worauf es bei einem guten Team so ankommt. Ja, wow. Ja, wow, Jungs und Mädels da. Machen wir euch trotzdem fertig, Rex Blizzard. Okay, das sollten wir eigentlich hinkriegen. Hauen wir den um. Barry. Nervt doch nicht mit dem Hagelsturm. Vakuumwelle. So, weg damit. Wenn du Blubber einsetzen kannst, werde ich so glücklich. Und dann gucken wir mal, wie stark das Rex Blizzard ist. Okay, das funktioniert nicht so tolle. Aber kriegen wir hin. Ich glaube, Rex Blizzard ist echt mies. Aber ich hoffe, wir können bis dahin unsere Gefährtenattacke einsetzen. Das wäre nämlich wunderbar. Der steht bei 7, ne? Und ich stehe bei 3. Ja. Eisstrahl. Come on. Er muss einiges einstecken, der Wolverock. War sogar noch ein Volltreffer. Ja. So, jetzt aber. Ich mache direkt meine Gefährtentacke drauf, wenn er kommt. Dann ist er nämlich eigentlich besiegt, weil das ist erstens sehr effektiv. Es ist eine
krasse Gefährtenattacke und drittens, keine Ahnung, es ist nur ein Ex-Blizzard, was jetzt nicht so bekannt ist für seine Stärke, soweit ich weiß. Aber keine Ahnung, vielleicht ist es in Pokémon Masters anders. Nee, es ist aber auf jeden Fall definitiv einmal komplett besiegt. Sowas hält kein Pokémon aus. So. Gewonnen. So, geht noch ein neues Level. Schauen wir mal. Wir müssten ja jetzt eigentlich ein neues Level bekommen, ne? Weil jetzt müssen wir ja fertig sein. Und habt ihr jetzt begriffen, wodurch die anderen gewinnen konnten? Sie haben mit vereinten Kräften als Team gewonnen. Das mit der Brillenschlange vorhin tut mir leid. Ich habe da wohl etwas übertrieben. Eigentlich steht dir die Brille sogar richtig gut. Wir halten völlig vergessen, dass wir drei als Team zusammenarbeiten müssen. Lasst uns einen neuen Versuch als richtige Einheit starten. Geschafft. Yay. Jetzt noch zwei Pokémon auf neues Level, genau. 35 und 37. Und dann gucken wir uns mal auch gemeinsam an, welchen Gefährten wir bekommen, denn wir müssten jetzt genug Juwelen zusammen haben und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. So, Trixie, dann gib mir noch mal einen schönen Gefährten. Genau, wir haben 330 Juwelen. Ja, Meiler haben wir schon. Ich würde mir halt gerne Blau oder Lyria wünschen, aber mal gucken. Die sind zwar nicht so brauchbar, aber okay, kriegen wir hin, Porifon. Wenn das wieder eskaliert, haben wir einen Fünfer. Wenn es nicht eskaliert, haben wir einen normalen. Wir werden mal gucken, was passiert. Es eskaliert nicht, es ist ein normaler, schade. Aber vielleicht trotzdem irgendein brauchbarer. Wir gucken mal, wen wir hier bekommen. Marinos mit... Ja, Borjolin und der ist jetzt auf dem Level 5. Also komplett, einmal komplett als Ersten, glaube ich, komplett fertig bekommen. Ja, das war die Folge. Hoffe, es hat euch heute gefallen und wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.